Und damit haben wir unseren Vorteil komplett verspielt. Jetzt ist es Mann oder Maus. Jetzt sehen wir ja, hier trennt sich Spreu vom Weizen, Ladies and Gentlemen. Ein Level 357er gegen ein Level 502er. Ich will anmerken, wie von uns dem Demoter aber aussieht. Nein, das war's, oder? Kann sich noch retten, wenn es das gibt. Die Motorhaube ist sowas von im Eimer. Ich meine, der Motor. Ja, das ist ja komplett alles im Arsch. Na, jawohl, jawohl. Und damit verdienter Punkt für uns. Geilo! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Gepflichtenrunde Let's Play GTA 5 Online. Ich habe wieder mit dabei den Fab Nasty. Hello, Mister, was geht? Hallöchen. Yo, wir sind immer noch in der Lobby des guten, ja, Vitali und Samir. Das sind zwei Russen, die wasten hier eigentlich, glaube ich, in GTA den ganzen Tag. Und diesmal, wenn ich mir den Rennen angucke, ja. Und jetzt soll es was mit SUVs sein? Ich glaube, ich zeige zum ersten Mal meinen Contender in einer Aufnahme. Tatsache. Jetzt nicht so die Karre, die man unbedingt sehen will. Ja, gut, ne? Oh Gott. Oh, ne. Ach, lieber Zamir, warum tun Sie mir sowas an? Ach, stimmt, der Contender wollte ich mir auch noch mal holen. Oh, Mann. Oh, war das knapp. Nein, nein, oh ja, mich hat's überdreht. Scheiße! Ah, ist der Kaka? Hallo, hallo, oh Gott. Und war dafür gegen den Baum. Und da fiel den anderen aus. Geilo! Ah, ist der große Kaka! Aber interessanter Racing-Track. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit SUVs, aber ja. Ja, nee, die Fahrzeugauswahl, die finde ich jetzt auch eher semi-geil. Ja, nicht unbedingt scheiße, es ist halt mal was anderes. Das in dem Punkt schon können wir ja jetzt punkten gerade, ne? Wir machen gerade den Scheiß, den man sonst jetzt nicht so auf dem Kanal sieht. Oh mein Gott. Ich glaube, das wäre echt was für Viking, Tatsache. Er steht ja auch so richtig gute Straßenrennen einfach. Weil das ist jetzt nicht schlecht. Der Map-Erbauer hat ja eigentlich nur die ganz normale natürliche Straße genommen. Und halt nur ein paar Elemente dazu gesetzt. Mehr ist es ja gar nicht. Sind Sie noch da, Misto? Ja, ich bin noch da, aber gerade nur was am Klären. Aha, aha. Schwesterchen war gerade da. Hallo! Antonia oder was? Ja. Beweg dein Arsch hier ran, Antonia! Hallo! Du sollst deinen Arsch hier ran bewegen. Spätestens im Livestream, Mann, ich brauch dich! Hier, nochmal ein bisschen. Okay. Nochmal ein bisschen. Ich schon hin. Im Livestream? Hallo! Samstagzeit. Wenn sie daheim ist. Oh, das wäre so geil. So, nochmal ein bisschen Hashtag Werbung im eigenen Sinne. Morgen, also heute ist ja Freitag, gell? So, und morgen ist Samstag. Ergibt auch erstmal Sinn, oder? Ja. Ab 14 Uhr GTA 5 online 12 Stunden Livestream, Alter. Das wird sowas von nice. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich habe sogar einen Trailer dazu gemacht, Alter. Wie krank muss man sein, wenn man für einen Livestream einen Trailer macht? Ja. So wie du? Ja. Sehr geil. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und nein, da werden wir euch nicht nur mit solchen Rundkursen abspeisen. Da wird es einiges geben. Ich werde auch ein paar schwierige Maps rauskramen. Warwides wird es natürlich auch geben. Und weh, ich lese einen einzigen Kommentar von wegen, ja, mach mal hier Level German Setstanz. Den nein. Typen bann ich. Ich sag's euch. Nein, wir fahren zu dir nach Hause. Und dann sehen Dinge. Böse Dinge. Da wird es einen Zwischenfall zwischen mir, einer Axt und dem Kommentator geben. Und ich sag mal so, die Axt wird gewinnen.
Nein, ganz so schlimm nicht, aber wir hatten jetzt ja im letzten Livestream war's, ne? Da hatten wir 4 Stunden eine Map. Das hat dann irgendwann auch mal gereicht. Normalerweise tue ich mir sowas gar nicht an. 4 Stunden. Aber irgendwann bist du an so einem Punkt, da willst du schaffen, ne? Wenn du schon, sag ich mal, 2 Stunden dranhängst, dann willst du nicht aufhören. Und ich war danach echt tot, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Oh. Nein! Nein, oh Gott, bleib nein, doch. Nein, überdreh mich doch noch, Mann. Ja, ich habe gerade genau das gleiche Problem, sag mal. So, das war's. Ich werde das Rennen nie wieder beenden. Oder? Nein. Oh, Mann. Antonio! Die ist nicht mehr da. Schade. Antonia ist cool. In wie vielen Aufnahmen war sie dabei? 1, 2, 3? Irgendwie ich glaub, so. 2 Folgen und eine Aufnahmesession. Ja, das kann sein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Nein! Da wollte ich abkürzen. Wollte abkürzen, bounce von einem Busch weg, weil das hätte mir auch den 2. Platz gebracht. Aber nein! Platz 3 für Danny! So. Platz 14 und nie beendet werden. Bist du sicher? Oh. Ja, bin so weit weg. 1,35. Ich soll nicht mal die schnellste Runde, willst du mich verarschen? Vitali, 1,31. Wow, what the fuck, man? Vitali ist halt Vitali, ne, kannst vergessen, das Band. Na. Ja, Platz 16 steht einfach nur in der Walachei rum. Good job, Pro Kate. So geil war die jetzt auch wieder nicht, ne? Ich hätte ja, euch doch gefickt. Ich fahre den Berg hoch. Gut, liebe Freunde, wir machen natürlich einen kleinen Cut und sehen uns gleich zur 2. Map. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur 2. Map des heutigen Tages. Wow, es wird ein Rennen mit Klassikern sein. Z Grand Prix. Oh yeah. Und es wird eng. Es wird richtig eng. Oh, da hat einer Viserys genommen. Viel Spaß. Das schlägt auch zum ganzen Spiel. Ja. Ist aber auch nur schnell, dann kommt die erste Kurve, dann ist das Auto nicht mehr schnell. Deswegen habe ich mich für den Lita Classic entschieden. Deswegen und weil ich kein Viserys habe. Tatsache. Oh Mann, du bist ein Ficklauch, ne? Unglaublich. Warst du jetzt derjenige, der ausgeführt wurde, ja? Ja, aber ich glaube, ich werde fangen. Glückwunsch, du warst der Einzige, der durch den Unfall draufgegangen ist. Ja, geil. Niemand verkackt so schön wie Daddy. Boah, fährt sich der Cheater schön. Ist geil, oder? Hab ich mir auch gedacht. Hi. Hi. Oh, na, 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 na. Hi. Nom, nom, nom. Oh, du ja, Trottel! Das ist das Problem mit dem Viserys? Ja, war das ein Viserys, Alter? Leck mich ja, doch! Das war ein Viserys. Dankeschön. Und da hast du gleich deinen Zuschauern das Problem mit dieser Kiste gezeigt. Ja. Unfreiwillig. Oh Mann, die Tribüne, die man da so sieht, ne? Die ist von der Proportion aber dezent Pimmel geworden. Ist die jetzt ernsthaft die Proportion beschweren? Ja. Wenn man sonst nichts zu meckern hat. Also ich finde die Map mega geil. Ich finde die Map auch geil, aber die... Vor allem vom Flow. Ja. Mann! Ich sag, das ist der erste quer auf der Map. Gigi! Ich werde mir die auf jeden Fall markieren, Alter. Ja, die Proportion von diesen Tribünen ist... Zumindest da ziemlich kacke. Ja, du kannst halt nicht skalieren. Das wäre geil. Das mit dem Leuchtturm finde ich aber ultra nice irgendwie. Kleine Leuchtturm? Süße Leuchtturm. Das Leuchtturm oh. In der Map. Okay. Habe ich schon übersehen. Oh, mit wie viel Liebe er diese eine Brücke gebaut hat. Das habe ich jetzt erst gesehen. Hör auf zu rammen, du Fotzenknödel. Bitte, die baut schon geile Dinger, ja. Ich glaube, das markiere ich. Ich brauche Windschatten. Oh, jetzt komme ich ultra smooth durch. Ach, da ist ein Leuchtturm. Oh, sprach Ares und hab verkackt. Kenne ich irgendwo, ja. Ja. Ach, du warst wohl bis gerade 7. Nee, ich bin 12. Okay. Vorher war ich, glaube ich, 11. Nee, 11. auf gar keinen Fall. Das war 9. oder so. Dann hat noch irgendjemand gleichzeitig mit dir verkackt. Ach so. Nice.
Oh, sehr viel Liebe zum Detail. Doch, die werde ich mir markieren. Die Map hat was. Ist ein schöner Rundkurs zum Upracen, ne? Ja. Vor allem, das kann man bestimmt nicht nur mit Klassikern fahren. Ja, also im Livestream möchte ich auf jeden Fall auch ein bisschen Level Agent zeigen. Das könnte interessant werden. Der Rage ist real. Antonia schafft das schon. First try. Ja, ich hoffe, dass sie dabei ist. Würde mich freuen. Wenn Mella auch noch dabei ist, das wäre dann natürlich ein Dream Team, ne? Einhorn-Team. Ja, aber so viel Glück habe ich nicht. Einhörner! Tja, tschüss! Zehnter, das war nicht mal gewollt. Ich wurde in die Karre reingezogen. Aufgrund meines Windschattens, was ich da hatte. Das war ein bisschen Penis. Ach ja, wie ich den Windschatten einfach nur noch liebe. Ja, das war mir jetzt scheinbar scheiße gebaut und lässt sich zurückfallen. Nee, er lässt sich zurückfallen, okay. Ja, Sami ist hier. Ja, dann hat sich zurückfallen lassen. Deswegen meine ich, der gewinnt. Ah, Vitali ist hier. Schon? Super, echt war jetzt? Grade, war das gerade. Nein, Sami! Danke, du Arschloch. Wirklich. Ah, Mann! Sami, ehrlich. Ab und zu, ne, würde ich dir ganz gerne eine deutsche Fleischpeitsche in den Arsch rammen. Nur damit du weißt, wie geil das ist. Wuhu! Achter. Und nein, ich bin nicht schwul. Ich weiß, es klang so unglaublich schwul. Oh, Mann! Achter. Die vorletzte Kurve, ne? Ja. Ich und Vitali nebeneinander gedriftet. Geilo! Also bin ich aber noch kurz vom Ziel überholt. Gigi zu Platz 6, mein Bester. Ja, ach, du bist 8 geworden. Ja. Jo, wir sehen uns natürlich nach dem Cut zur dritten und letzten Map. Bis gleich. Jo, liebe Freunde, da sind wir zur dritten und letzten Map des heutigen Tages. Es wird ein Last Team Fucking Standing Game mit dem wunderbaren Namen Big Hole Derby. Oh yeah. Geilo. Ah, ich glaube, ich kenne die Map sogar. Das ist lustig. Ja. Geilo! Jetzt gibt's alle auf den Los. Ja, die ist geil. Ja, die ist geil, Mann. Die ist richtig geil. So, für die Leute, die es nicht wissen. Unser Ziel ist es, die gegnerischen Autos, in dem Fall gelb, runterzuwerfen. Ich würde mich eher auf den auf die Farbe einen habe ich. Verlassen. Einen habe ich. Ja, in dem Fall, ja. Oh, sorry. Es kommt gut und gerne vor auf der Map, dass die Leute aussteigen und sich dann die gegnerischen Autos holen. Ja, natürlich. Bin ich persönlich zwar ein bisschen assi, aber jedem das seine. Ja. Da hat mir gerade einer mein kleines knuspriges Arschloch gerettet. Und Schüsse ekelt. Hat die mir gerade einen Finger gezeigt, als sie runtergefallen ist? Geilo! Sehr schön. Das ist mein Humor. Und nein, tschüss. Weg hier. Schau, Rupert. Nein, du schläfst noch? Ah, ja. Du kleiner Schlingel. Ach, hi. Da ist Rupert. Ich wollte gerade schon sagen, hey, wo bist du denn? Du stehst direkt neben mir. Hallo. Oh, fuck. Fuck. Aufpassen, Ares. Oh, yeah. Wir fahren Rupert. Piep nach Barcelona. Ole, ole. Na komm, reicht. Schade. Oh, Rupert. Ah, Gaff. Bremse. Knallgas. Hui. Nein. Was? Nein. Nein. Niemand verkackt so schön wie ich, Alter. Bist du gerade gegen die 6 plus 7 Meter gefahren? Ja, aber das habe ich nicht gefinisht. Ich bin eiskalt rausgeflogen. Geilo. Ich habe einen rausgefinisht. Geil. Ja, können wir ja gleich mal gucken, was der liebe Fabnasty tut. Oh yeah. Unser Kollege ist gleich tot, kriege ich ihn noch gerettet. Oh, ist das geil, voll verkackt, Alter. Ehrlich, so muss das. So, Last Team Standing Big Hole Derby. Der Verdächtige soll anscheinend mit der Crew Enter Entertainment unter einer Decke stecken. Ja, das könnte sein. Das stimmt sogar. Ja! Nein! Weg hier! Ach, schade. Das wäre so geil geworden, wenn das funktioniert hätte. Ach.
Oh nein, den hat's du fast, Mann. Nein, Film ist sie. Hoch. Jo. War gar nicht knapp, nein. Nein, überhaupt nicht. Und die Cap von Weasel News ordentlich drauf gewesen. Oh ja, geil. Da, oh nein. Aber wir haben sie. Sauber. Das war geil. So, jetzt schauen wir bei Schemse 78 zu. Und es ist eine geile Situation gerade. 4 gegen 1, Ladies and Gentlemen. Nee, das lässt noch oben, ja. 3 gegen 1, by the way. Der Onkel James, ja. Der ist natürlich ein sehr, sehr guter Fahrer. Aber ich glaube, es hat ihn rausgesortiert. Nein, hat's nicht. Nein, knapp. Ah, verdammte Axt. Ah, das ist ein geiler Modus. Das macht Bock, Alter. Das macht richtig Bock. Ah, schade. Das wäre natürlich auch was für den Livestream. Der Morgen kommt ab 14 Uhr. LOL! Und damit haben wir unseren Vorteil komplett verspielt. Jetzt ist es Mann ja, oder Maus. Jetzt sehen wir ja, hier trennt sich Spreu vom Weizen, Ladies and Gentlemen. Ein Level 357er gegen ein Level 502er. Ich will anmerken, wie von uns dem die Motor aber aussieht. Nein, das war's, oder? Er kann sich noch retten, wenn er das gibt. Die Motorhaube ist sowas von Eimer. Ich meine, der Motor. Ja, das ist ja komplett alles im Arsch. Na, jawohl. Und damit verdienter Punkt für uns. Geilo. Und das mit dieser Schrottkarre. Jetzt fährt er runter. Jetzt dürfte er, glaube ich. Würde ich aber nicht machen. Am Ende bleibt er da unten drin sitzen und wir verlieren. Ja. Was er nämlich macht, der Kleine. Ja, aber da läuft dann die Zeit runter, ist Gebietsüberschreitung. Ja, aber trotzdem hält es halt 60 Sekunden lang auf. Ladies and Gentlemen, Runde Gewinner. Geil, Mann. Das lief. GG. Schreiben sie schon GG. Was? Achso, ein Tode. Ich hab auch einen Kill gemacht. Ja gut, das zählt ja nicht. Ich hab, glaube ich, 2 Leute habe ich runtergeschubst oder 3. Ja. Ich habe auch 2 runtergeschubst in dem Ding, wo ich mich geopfert habe. Ja. Das deswegen hat er auch einen Kill, weil er mich mit den Gastank hochgejagt hat. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dasselbe nochmal. Also den. Aber diesmal sind wir blau. Blau. Entschieden gelb. Wir sind vielleicht blau, ja, aber es hat nichts mit unserer Farbe zu tun. Ich seit dem Silvester nicht mehr. Keine Ahnung. Kein Alkohol im Jahr, mehr angerührt. 2 Jahre. Voraussichtlich im August werde ich einen saufen. Ja, könnt davon ausgehen. Und oh Gott, das war ekelt. Und ich jetzt fast schon verkackt. Was im August alles anliegt, erzähle ich euch übrigens auch im Livestream. Hey, da standen 2 rum. Oh nein. Oh, Hilfe. Oh Gott. Ich hätte was selber verkeckert, ne? Unglaublich. Hallo. Und tschüss. Nein. Ah, das willst du mit hier oben kuscheln kommen. Nein, will ich nicht. Oh Gott, der eine Tank ist voll am Brennen. Hallo, Rupert. Was geht, Mister? So, Nummer 2. Der eine hat seine eigene Mate runtergeschossen, weil er sich... Oh Gott. Weißt du, wir sind gerade hier oben und battlen uns, ne? Der eine hat sich ein Auto von unserem Team genommen. Dadurch hat man sein Mate abgeräumt. Geilo! Ihr habt doch immer noch nicht fertig da unten. Nein, Hilfe! Oh gut, ich bin rausgeflogen. Kischi! Hab ich gesehen. Sah toll aus. Ah, ich hätte auch beinahe verkackt. Oh, Klatsch! Alter! Du machst doch Klatsch, ich bin irgendwie davor gestorben. Echt? Nee, ich bin richtig schön auf dem Gefängnishof drauf, ey. Sobald ich ausgestiegen bin, instant tot. Wo ist denn Mr. Fab Nasty? Da ist er. Sehr schön, dann schauen wir ihn zu. Kann ich mir den Arsch retten? Nein. Doch, kann ich. Eventuell. Boom. Alter. Meinst du, ich hab den gerade ein bisschen den Arsch gerettet? Nein, oder? Oh, nein. Wir haben doch immer noch nicht fertig.
Nein, wir haben 3, 6, eine 7 gegen 3 Situation. Im Gegnerteam habt ihr noch den Trejo, E-Kate und Rupert the Gnome. Bei uns im Team sind noch am Leben der Shams 78, der. Es wird vielleicht einer weniger. Fabnesty, das sind Sie, Mister. Warte, ich lebe noch. Ja, Mann. NBLX. Roscher und der gute Zami ist auch noch am Start. Hallo! Gut. Lebt noch. Na dann, hat sie überdreht. Nein! Wow! Oh, Alter! Der hat mir gerade jetzt in den Arsch gerettet. Ich habe keine Zeit, wer mich auch immer gerade anstupst. Oh, interessant, Alter. Stripper bekommen lokale Busse. Ich habe gerade Weasel News an. Das ist geil. Ah! Wow, Fabnesty. Das war ganz schön close, mein Lieber. E-Kate hat sich soeben verabschiedet. Gerade gesehen, ja, ja, Mann. Beide weg. Ja? Hallo! Das ist ja sehr gut. Match-Gewinner! Liebe Freunde, das war doch mal eine richtig kranke und richtig geile Episode. Wenn ihr das genauso seht, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Schaut am Samstag, also sprich morgen ab 14 Uhr in den Livestream, 12 Stunden GTA 5 Online-Action on Mars. Wird richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr vergesst. damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schemmede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Do.